Morgens 9:30 in La Gomera. Guten Morgen, ihr Lieben. Entschuldigt, dass der vorherige Teil dieses mehrteiligen Vlogs so abrupt geendet hatte. Ja, ich war ja gerade unterwegs in der Nähe des Strandes hier in Vueltas und habe mein Alleinsein genossen und ja, wollte euch da noch ein bisschen was erzählen, ganz entspannt. Dann rief eine Frau gegenüber von mir, die saß auf einer Bank, rief mehrmals ganz laut. Dann habe ich erstmal um mich geschaut, ob irgendjemand in meiner Nähe, hinter mir, neben mir oder sonst so ist, weil ich dachte, die meint bestimmt jemand anders, ne? Aber es war niemand um mich herum. Und ja, deswegen, ich war dann einfach etwas erstaunt, deswegen habe ich halt so reagiert. Und sie hatte aber doch tatsächlich mich gemeint. Ja. Da bin ich dann zu ihr gelaufen, mein ganzes Zeug. Und diese Frau ist eine Zuschauerin von mir. Ja, schon in dem Moment, als ich zu ihr lief, dann dämmerte es mir, dass es eigentlich nur so sein kann, dass sie mich nur deshalb gerufen hat, ja, weil sie mich aus den Videos kennt. Und ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Ja, das war echt lustig. Und ja, sie ist einfach eine ganz liebenswerte Dame. Helena heißt sie. Und hiermit grüße ich dich ganz herzlich. Hallo, liebe Helena. Ich fand es sehr schön, dass wir uns gestern kennengelernt haben. Und ich danke dir nochmal herzlich für alles. Und es war eine richtig schöne Zeit. Ja. Und vor allem haben wir so viel miteinander gelacht. Hat richtig gut getan. Ja, wir sind dann sehr schnell ins Gespräch gekommen. Sie ist aus der Schweiz. Ich weiß nicht, ob ich es eben gesagt hatte. Und sie meinte, sie schaut seit 4 Monaten, glaube ich, meine Videos und findet es ganz toll, was ich, ja, wie ich so lebe, wie ich denke, was auch immer, was sie so von mir sieht, gefällt ihr sehr gut. Und sie wohnt momentan in El Guro, da wo ich gewandert bin, zu dem Wasserfall. Und sie meinte direkt von Anfang an zu mir, ja, sie möchte mir unbedingt was zukommen lassen. Sie hatte gehofft, dass sie mich hier irgendwo sieht, durch Zufall. Aber es war natürlich kein Zufall, ist ja mal eh klar, ne? Es sollte so sein. Denn sie hat erstens überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie mich genau dort, wo wir uns gesehen haben, dass sie mich dort trifft. Und normalerweise wäre ich da auch überhaupt nicht lang gelaufen, ja. Das war, ja. Das war eine Fügung des Universums, sage ich. Ja, wie gesagt, sie wollte mir was zukommen lassen, wenn sie mich denn sieht. Und das hat sie dann auch direkt gemacht. Und ich habe mich riesig darüber gefreut. Vor allem, weil ich wollte ja Anfang Juni wieder zurück nach Deutschland, hatte ich jetzt ursprünglich vor. Und also so zwischen dem 7. und 9. Juni hatte ich mal so angepeilt, ja. Es gibt so viel zu sagen, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Und ich habe mich gestern hier mit Gaia zum zweiten Mal getroffen, weil er gestern hier auch wieder arbeiten konnte. Vor ein paar Tagen war das ja schon mal so. Und zwar haben wir uns bei der Ladestation neben dem Baby Beach getroffen. Und da haben wir uns auch ein bisschen unterhalten. Und ja, sorry, ich bin noch ein bisschen, bin noch nicht so ganz wach. Da ich heute 1 Stunde länger geschlafen habe als sonst. Normalerweise werde ich immer so um 7 wach hier. Erstens, weil, ja, so, weil dann wird es hell. Und zweitens, weil hier jeden Morgen ein bestimmter Vogel, nur ein einziger, bei dem anderen Sträucher-Iglo, bei meinem bisherigen, also neben mir auf einem der Sträucher sitzt und mich weckt. Dieser kleine Vogel, der war auch immer am Tabahuga, an dem Platz, den ich mir damals dort eingerichtet hatte, der hat mich da auch morgens immer geweckt. Und den Vogel mochte ich damals überhaupt nicht.
weil der, ja, der zwitschert nicht so wie die anderen Vögel, wie man das so kennt, ja. Sondern der schimpft eigentlich hauptsächlich. Es ist eigentlich nur ein Ton, den er macht. Es ist immer nur piep, 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 piep. Und dann irgendwann kriegt es dann mal mehr oder weniger gebacken oder geregelt und dann macht er. Dann gibt es so ein Zwitschern hinterher. Und dann fängt er wieder an mit piep, 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 piep. Als wenn er so die ganze Zeit schimpft, ne? Und so lange und so laut. Wie so ein Hämmern dann im Kopf, gerade wenn man gerade erst wach wird. Das war mit ein Grund, warum ich damals vom Tabaruga dann irgendwann weggegangen bin, weil das einfach zu anstrengend für mich war, weil der war auch tagsüber des Öfteren da und hat das dann auch immer gemacht und sehr lange. Ja, naja, kaum komme ich hier hin jetzt und richte mir hier mein neues Sträucheriglo ein, da ist dieser Vogel auch hier. Aber diesmal habe ich gedacht, rege ich mich überhaupt nicht über ihn auf und nehme ihn so an, wie er nun mal ist, ja, sein Hämmern nehme ich so an, weil, ja, er kann ja nichts dafür, er kann halt nicht anders zwitschern, ne? Es ist halt so. Und eigentlich freue ich mich dann immer für ihn, wenn er dann zwischendurch auch mal ein Zwitschern rausbekommt, sozusagen, ja. Und heute, siehe da, hat er mich nicht geweckt. Ein Wunder ist geschehen. Ja, er kommt auch manchmal hier zu mir, zu meinem neuen Sträucher-Iglo und sitzt dann hier auf einem Ast, ja. Und dann habe ich auch lieb zu ihm gesprochen, habe ihm guten Morgen gewünscht. Ja, er ist auch jetzt nicht da, oder? Einer ist jetzt da, aber ich weiß nicht, ob er das ist. Naja, ist schon lustig. Jedenfalls habe ich es diesmal einfach so angenommen. Und ja, habe da mich überhaupt nicht mehr drüber aufgeregt. Und dann habe ich ihn zwischendurch, habe ich das dann auch gar nicht mehr wahrgenommen. Richtig cool. Ja, und heute hat er mich nicht geweckt um 7 Uhr. Und da habe ich doch tatsächlich bis um 8 Uhr geschlafen. Und ich hatte vor, so früh wie möglich heute zum Strand runter zu gehen und mir die Haare zu waschen. Das ist nämlich echt dringend nötig. Ich habe sie schon seit Tagen nicht mehr gewaschen. Weil die wasche ich nicht hier am Platz, weil das zu viel Wasser verbraucht, ja. Die wasche ich dann direkt bei den Fußduschen und wollte euch da dann auch mitnehmen, dass ihr mal seht, wie ich mir die da wasche. Jo. Nun war es aber schon zu spät, weil wenn ich da zu spät hingehe, dann sind da schon einige Leute am Strand und dann möchte ich mir da nicht die Haare waschen. Das kommt natürlich dann nicht so gut, ne. Wenn ich eben schon so um kurz nach 7 dahin laufe, dann ist meistens noch niemand da. Oder wenn dann vielleicht eine Person, dann ist das kein Thema. Mal sehen, vielleicht klappt es morgen. Wasche ich sie halt jetzt erst morgen. Noch geht es ja einigermaßen. Ja, es kennt mich ja niemand hier. Und selbst wenn, ist es mir auch egal. Ne? Ja. Ich wasche ja ansonsten meinen Körper, reinige ich ja jeden Tag hier am Platz. Das ist ja kein Thema. Von daher, ne? Ja, und es schadet eh den Haaren, wenn man sie so oft wäscht. Das habe ich mir sowieso schon lange abgewöhnt. Ja, von daher habe ich 8 Stunden geschlafen. Krass, aber es hat mir auch richtig gut getan. Und überhaupt, seit ich hier bin, also jede Nacht, träume ich hier total schöne Träume. Wahnsinn, das bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Normalerweise träume ich gar nichts. Also Gaia sagt ja immer, man träumt immer. Man erinnert sich dann nur nicht mehr dran, aber ja gut, dann erinnere ich mich halt nicht mehr dran, aber hier erinnere ich mich auf jeden Fall dran, habe ich wirklich die schönsten Träume. So, nochmal zurück zur Helena. erst einmal nochmal zurück zu Gaia, sorry. Ja, ich bin wie gesagt noch nicht so richtig wach. Als wir uns dann gestern zusammen unterhalten haben, also Gaia und ich, ne? Habe ich ihm gesagt, dass ich also hier ein bisschen verlängere. Ich wollte ja ursprünglich diese Woche Montag schon wieder zurück nach Vallehermoso. Dann habe ich gedacht Dienstag, dann Mittwoch und gestern habe ich mir überlegt, ich fahre erst am Freitag. Weil ich mich erstens so wohlfühle hier, zweitens mein neues Sträucher-Iglo doch wieder einiges an Arbeit gemacht hat, damit sich das Ganze so ein bisschen lohnt, der Aufwand hier, ja. Und vor allem, weil ich mich auch hier im Sträucher-Iglo so wohlfühle,
ja, damit ich das einfach noch ein bisschen mehr genießen kann, damit sich das noch ein bisschen mehr lohnt, das Ganze. Und die ersten Tage war ich so, die ersten 3 Tage war ich noch so kaputt von der langen Wanderung, da ich wieder mal so von 0 auf 100, ne, das mache ich ja gerne, von kaum Bewegung auf ganz viel Bewegung, obwohl ich mich ja hier jeden Tag viel bewege, also ich laufe hier jeden Tag rum, sag ich mal. Wollte ich nicht sagen. Ja, deswegen habe ich mich halt dazu entschieden, erst am Freitag zu gehen, also zu fahren mit dem Bus. Und habe ihm dann gesagt, dann komme ich übers Wochenende nochmal zu dir, also Samstag und Sonntag. Und dann möchte ich am Montag endlich zum Playa Santiago fahren. Ja, ihr wisst ja, also die Mehrheit von euch, die meine Videos schon länger verfolgen, wissen, dass ich Santiago über alles liebe hier. Ja, deswegen muss ich da natürlich auf jeden Fall auch hin. Ja, und ich bin ja dann schon, weiß nicht, 3 Wochen circa hier. Ja, und so, ich wollte eigentlich nebenbei noch was zu trinken machen. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Genau. Das sind Magnesium-Tabletten, die nehme ich ja seit einiger Zeit. Die helfen mir sehr gut bei Muskelkater. Den Tipp hatte mir Max gegeben. Da möchte ich seitdem gar nicht mehr drauf verzichten. Und ich habe eigentlich 2 Rollen hier mit hingenommen oder 1,5. Und ja, die erste war schon leer. Die zweite wollte ich eigentlich mit hier nach bei Gran Rey nehmen, habe es aber vergessen. Ja, dann habe ich mir gedacht, ja, die bekommt man ja bestimmt auch hier, entweder im Spar oder zur Not in der Apotheke. Dann kaufe ich mir halt hier noch eine Rolle. Beim Spar gibt es keine. Dann habe ich bei der Apotheke gefragt. Und die Magnesiumtabletten, die ich zuletzt in Deutschland gekauft hatte, für den Urlaub, die hatte ich beim Aldi gekauft und die haben 99 Cent gekostet, ja. Ich habe ja schon damit gerechnet, dass sie teurer sind hier in der Pharmacia. Aber dass sie so teuer sind, wie sie waren, damit habe ich im Leben nicht gerechnet. Ja, ich habe gedacht, die kosten vielleicht 3 Euro oder so. Ja, das wäre ja schon einiges teurer. Jo, sie kosten fast 6 Euro. Jo. Naja. Da war ich dann doch etwas geschockt. Ja, ich habe eben schon Apfelessig mit Honig getrunken. Ich mache wieder die Kur. Ja, und ich trinke hier am Platz immer nur aus dieser Kunststoffflasche. Die habe ich mir oben abgeschnitten. Ja, so brauchte ich hier nichts mit hinnehmen, also nichts mit hier hinschleppen von Bayer Hermoso aus. Oh, jetzt ist es gerade eine ganze Nummer heller geworden. Cool, das ist immer hier so morgens auf einmal, so von einer Sekunde auf die andere, wie so ein Cut. Da wird es auf einmal deutlich heller. Und jetzt wird es auch schon etwas milder. Kann ich schon mal den Schal ausziehen? Morgens ist es hier nämlich immer noch recht frisch. Sonst geht es abends oder so, ist kein Thema. Aber morgens, oh. Aber ich habe schon ein bisschen Gymnastik gemacht vorhin. Mich schon so ein bisschen aufgewärmt, ein bisschen gestretcht. Ja. Ah, ich komme immer wieder vom Thema ab, sorry. Aber so ist das halt, ne? Im Leben. So, jetzt gieße ich schon mal ein. Nun bin ich ja auch gewöhnt, morgens lauwarm zu trinken. Und mein Wasser hier, das kühlt über Nacht sehr ab. Ja, das ist dann immer recht kalt, das morgens zu trinken. Dann friere ich noch mal eine Nummer mehr. Dann esse ich ja morgens immer noch auch zuerst Früchte. Und Früchte kühlen ja bekanntlich auch runter. Dann friere ich noch mal. Ja, und wenn dann aber die Sonne rauskommt, dann wird es recht schnell recht warm, ja, bis es dann zu warm hier wird und ich dann hier flüchten muss oder flüchte. Ich muss nicht, aber ich tue es dann. Und spätestens, wenn die Sonne rauskommt, dann kommen auch die Fliegen. Ja, die kleinen Plagegeister. So, also nochmal wieder zurück. Ja, und normalerweise hätte ich jetzt ja dann, also wenn ich dann noch ein paar Tage bei Gaia bin, 2-3 Tage, hätte ich dann nur noch, weiß ich gar nicht genau, nicht mal mehr 2 Wochen in Playa Santiago, also vielleicht 1 Woche und noch 2-3 Tage. Und das ist ja schon nicht sehr lang, ne? Und ich wollte eigentlich mindestens 2 Wochen auch nach Santiago, also zum Playa Santiago. Ja, und deswegen hatte ich mir überlegt, dass ich danach dann nicht mehr zu Gaia zurück nochmal gehe,
da ich ja auch diesmal schon länger bei ihm war als letztes Mal im Urlaub, als ich mit Marco hier war. Diesmal war ich 2 Wochen, also bis auf einen Tag, 2 Wochen bei ihm. Und letztes Mal, ich weiß gar nicht mehr, eine knappe Woche. Und somit dachte ich, da wäre er zufrieden damit und das reicht ihm. Ich habe sogar gedacht, das wäre ihm vielleicht schon zu lang gewesen. Wer weiß. Da er ja vorher von Max 5 Wochen Besuch hatte, dass er vielleicht sein Alleinsein jetzt mal wieder genießt. Naja. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, und eben, dass ich dann halt, wenn ich ihn am Playa Santiago dann knapp an, also circa 1,5 Wochen noch war, dass ich dann von da aus direkt dann zurück nach Deutschland fliegen möchte, weil es auch einfacher für mich ist von dort aus. Also ja gut, je nachdem, wo ich mich halt aufhalte, muss ich dann nicht so weit laufen oder noch im Taxi da erst zum Bus hinfahren. Ne? Und dann war er ganz entrüstet. Da habe ich ja überhaupt nicht mit gerechnet. Ne? Und meinte, was? Du willst dann schon wieder zurückfliegen? Du warst doch noch gar nicht lang bei mir? Hallo? So kurz? Ich dachte, du kommst dann nochmal zu mir. Also da habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Habe mich total gefreut. Und da habe ich mir auch gesagt, ja, ich dachte, du willst nicht, dass ich so lange bei dir bin, weil ich das sonst nervt mit der Zeit oder so. Meint er, nein, das habe ich halt damals gesagt, das war damals. Jetzt denke ich aber anders. Nö, du kannst doch danach nochmal zu mir kommen. Ja, das hätte aber wieder extra Kosten verursacht auch noch, ja. Weil ich ja dann nochmal wieder zurück zu ihm fahren hätte müssen. Das hätte nochmal wieder mindestens 8 Euro gekostet. Und ja, die wären nicht wirklich mehr in meinem Budget drin. Wiederum, ich nehme ja habe vor, eine Yogamatte von ihm mitzunehmen nach Santiago, weil ich dort wahrscheinlich nichts habe und seinen Schlafsack vor allem. Ich habe ja keinen Schlafsack mitgenommen, ne? So, mal eben umrühren. Entschuldigt, dass ich so sehr schnell spreche. Das tue ich aus zweierlei Gründen. Erstens, damit das Video nicht so lange wird. Und zweitens, weil ich noch frühstücken möchte nach dem Video hier. Und das kann ich nur, wenn die Sonne noch nicht so lange hier ist, weil es sonst einfach zu heiß wird und ich dann hier so von Fliegen bombardiert werde, dann macht das Frühstücken hier nicht mehr wirklich Spaß. Zum Wohle, ihr Lieben. Muss ich mal gucken, ob da keine Ameise drin ist. Doch. Ameisen zum Frühstück sind nicht so ganz meins. Schon gar nicht als Veganerin. Huch. Auf ein neues. Mmh. Das schmeckt richtig lecker, das mit Orangengeschmack. Oh, das erfrischt. Ja, wir sehen uns gleich, wenn ich ausgetrunken habe. So, ausgetrunken. Also, dann habe ich mir gedacht, okay, dann frage ich halt Gaia, wenn er unbedingt, möchte, dass ich noch danach nochmal zu ihm komme, ja, dann kann er mir ja dann auch die Busfahrten bezahlen, ne? Da er jetzt ja diese Woche hier 3-mal arbeiten kann, was aber selten ist, ja. Oder war das die Woche? Was haben wir denn heute? Oh man. Mittwoch? Nee. Letzte Woche hat er einmal hier gearbeitet. Und diese Woche kann er noch 2-mal hier arbeiten. Glaube ich, ja. So irgendwie. Ja.
dann geht das ja vielleicht. Gut, Gaia braucht das auch dringend, da er für etwas Bestimmtes am Sparen ist. Also er hat schon ein bisschen was beiseite gelegt und deswegen kann er das jetzt sehr gut gebrauchen, wenn er ja ein bisschen öfter arbeiten kann zurzeit, damit er eben noch mehr zur Seite legen kann, bis er dann den gesamten Betrag hat für das, was er vorhat. Mehr sage ich jetzt noch nicht dazu. Ja, es bleibt wieder mal spannend, ne? Nun denn, nun habe ich ja aber gestern die liebe Helena getroffen. Und wie gesagt, sie hat mir was zukommen lassen. Und so kann ich mir dann die Busfahrt von Playa Santiago nochmal nach Vallehermoso dann doch auch leisten. Yeah, cool. Ja, und somit habe ich jetzt überlegt, dass ich halt dann doch nochmal, ja, weiß ich nicht, für ein paar Tage oder eine knappe Woche verlängere. Ja, weil es treibt mich ja nicht wirklich jemand und es ist ja jetzt egal, ob ich jetzt, also für mich ist es egal, ob ich jetzt 5 Wochen hier bleibe oder 6 Wochen, ja. Genau. Und wenn hierzu jetzt wieder ein Kommentar kommt von einer bestimmten Zuschauerin, kannst du dir das verkneifen. Ich weiß das alles selber, ja. Und es ist mein Leben und es ist meine Sache, was ich mache. Okay? Danke. Ja, ist doch wahr. Ne? Es ist völlig unnötig. Ja, genau. Was wollte ich denn noch sagen? Ach ja, und bis jetzt habe ich meine Wäsche hier selber gewaschen. Also vor allem halt meine Unterwäsche, ja, dass ich jeden Tag einen frischen Schlüpper habe. ja, und auch 2, 3 kleinere Teile. Aber es ist halt doch mühsam, das hier zu waschen. Erstens muss ich mir das Wasser erstmal hier hochschleppen, ja. Und ich habe mir zwar bei der Ferreteria diesen Bottich hier gekauft, den grauen, ja. Der ist echt toll zum Wäschewaschen. Aber trotzdem ist es mühsam. Genau, das muss ja auch noch danach gespült werden und so, ne? Dafür habe ich mir extra hier im Spar dieses Waschmittel gekauft. Moment mal, Kameraeinstellung ist irgendwie nicht mehr so optimal. Ach, ist das lustig. Also nochmal. Ja, von Frosch. Das ist richtig toll. Das benutzt Gaia hier auch immer. Ist 0% parfümiert. Ohne Farbstoffe, ohne Konservierungsstoffe und ohne Anadidos. Das weiß ich jetzt nicht, was es heißt auf Deutsch. Ja, das ist auf jeden Fall klasse. Damit habe ich es eben mir hier die Wäsche gewaschen. Ist also sehr umweltbewusst, ökologisch. Ja, aber jetzt habe ich mir überlegt, kann ich mir jetzt heute, also werde ich heute zu der Lavanderia hier, die es hier ja seit einiger Zeit im Fueltas gibt, laufen und dort meine Wäsche waschen. Und zwar alles, meine ganzen dunklen Sachen. Weil ich habe hier nur dunkle Sachen mit hingenommen, bewusst. Ja, weil ich hier ja draußen lebe, in der Natur, es staubt alles schneller ein, ne? Oder wenn ich mal einen Fleck habe oder so, dann fällt der nicht so auf direkt. Wie jetzt auf hellen Klamotten, ne? Ja. Und gerade hier die Jacke zum Beispiel, die habe ich hier sehr viel an, abends, morgens, damit schlafe ich auch. Nein, also das Schlafen hier ist wunderbar warm, also zumindest meistens. Da friere ich nicht, da reicht ein Schlafsack, aber trotzdem, ja. Ja, und so werde ich heute eine Maschine in der Lavanderie waschen. Ja, da freue ich mich total. Und gestern hat mir Gaia ein helles Top mitgebracht. Hatte ich ihm drum gebeten. Da kann ich das nämlich dann anziehen.
damit ich alle anderen dunklen Sachen waschen kann. Und eine Hose habe ich hier noch, meine rosane. Die hatte ich erst einmal an. Die ist noch sauber und noch frisch und die kann ich dann dazu anziehen. Ne? Außerdem hatte ich vergessen, mein neues dünnes Kleid mit hier hinzunehmen. Und habe hier so geschwitzt die ersten zwei Tage, dass ich das kaum ausgehalten habe. Und deswegen habe ich mir hier noch in diesem Billigkleid-Klamottenladen, da habe ich mir schon mal was gekauft, als ich hier noch gelebt habe, habe ich mir da so einen Top gekauft. Was ist das denn jetzt? Dieses hier, ja, das ist halt aus Kunstfaser, deswegen war es halt billig. Aber ich fand das so herzig, das mit den Rüschen, und es ist halt eben nur mit Trägern, damit ich hier nicht so schwitze. Und in Richtung zum Baby Beach, da gibt es auch noch mal so einen kleinen Laden, da habe ich auch meine neuen Schlappen gekauft, die günstigen. Da habe ich dann noch, Moment. Uiuiui, das Video läuft aber schon sehr lange. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Und dann geht es gleich im dritten Teil weiter, weil das sonst elendig lange dauert zum Hochladen. Ist besser, noch einen weiteren Teil zu machen. Okay, wir sehen uns gleich oder je nachdem, wann ich dann halt den dritten Teil hochlade. Dann kann ich ihn nämlich auch an einem anderen Tag zur Not hochladen. Sehen wir uns dann wieder, ja? Ich danke euch schon mal fürs Zuschauen, ihr Lieben.